Ausprobieren, hinfallen, wieder aufstehen. Hallo, Florian. Hallo, Daniela. Schön, dass du es geschafft hast. Hallo. Schön, in Düsseldorf zu sein. Herzlich willkommen in der Just Spices Küche. Ich sehe, du hast gerade alle drei Spezialitäten schon hier. Büttner Rohschinken, Moosbröckli und Büttnerfleisch. Ich freue mich total, hier zu sein. Florian, drei Jungs, eine Passion. Ihr habt ja sozusagen den Gewürzmarkt revolutioniert. Woher kommt denn überhaupt diese Liebe zu Gewürzen? Wir drei haben uns ja im Studium kennengelernt. Und wie das in so einer klassischen WG damals war, hatten wir eigentlich kaum Gewürze da. Wir hatten nur ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein paar Paprikaflocken und Knoblauchpulver. Und dann sind wir in den Supermarkt gegangen und haben halt uns mit dem Thema Gewürze auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, das ist ja so ein spannendes Thema. Wir haben dann fünf Gewürze gekauft, haben ein indisches Dal gekocht und haben gesagt, hey, okay, da wollen wir tiefer einsteigen. Ja, 2014 auf Weltreise gegangen, wo wir dann auf den Pfefferfeldern waren und auf den Kardamomplantagen. Gewürze strahlen so eine Freude aus und sind so wichtig beim Kochen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man sich Gedanken macht, hey, wo kommt eigentlich das Fleisch her? Wo kommt die Kartoffel her? Wo kommen die Eier eigentlich her? Wo kommen die Gewürze her? Die kommen wirklich aus den besten Anbaugebieten, ohne irgendwelche Geschmacksverstärker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Das ist ganz, ganz wichtig, da ja, neue Kreationen zu entwickeln. Auf jeder Dose ist ein anderes Gesicht, als das, die stehen für echte Personen. Diese spannenden Personen, die wir getroffen haben, sollten wir am besten einfach zeichnen und auf die Dose packen. Und dann können die nämlich die Geschichte erzählen. Und das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass die Dosen schön aussehen, dass man die sich gerne in die Küche stellt und dass sie auch Spaß verkörpern und Freude. Kreiert ihr das wirklich alles nur mit euren eigenen Ideen hier im Haus? Wir sind quasi die Foodies. Wir sind die, wo die ganzen Ideen raussprudeln. Hier in unserer Küche, wo wir dann gemeinsam rumtüfteln, ausprobieren, riechen, verkosten, anpassen. Ne? Und dann dementsprechend geht es immer so weiter. Florian, was sind für dich so jetzt die Erfolgsfaktoren? Natürlich gibt es ganz viele Stolpersteine. Es war ein sehr schwerer Weg, gerade am Anfang. Da fragen alle erstmal, okay, Gewürze? Gewürze gibt es doch schon. Ne? Was wollt ihr anders machen? Und wollt ihr nicht einen richtigen Job machen? 10.000 Euro haben wir damals unsere Ersparnisse zusammengekratzt und haben gesagt, hey, okay, wir glauben daran und wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren und einfach machen. Also das ist wirklich von Anfang an eigentlich ja, eine Mentalität von uns gewesen. Dieser Zusammenhalt zwischen Ole, Bela und mir, das war wirklich eigentlich der zweite Erfolgsfaktor. Und was uns halt auch ganz wichtig ist, ne, dass wir wirklich authentisch sind. Wir sind so, wie wir sind. Aber normalerweise laufen wir überall mit Kapuzenpulli rum, weil wir einfach sagen, hey, okay, es geht nicht darum, wie du aussiehst, sondern es geht einfach darum, okay, was du machst. Sag mal, wo kann man eure Produkte überhaupt kaufen? Ganz klassisch, wir hatten damals war die Idee, okay, wir wollen Online-Gewürze verkaufen, weil das war damals für uns unvorstellbar. Ne? Unsere Gewürze im Supermarkt stehen zu sehen, dass man die kaufen kann, das ist ja etwas, was man sich irgendwie erträumt hat. Dann kamen irgendwann die ersten Einzelhändler auf uns zu und haben gesagt, hey, so ein tolles Produkt, kann ich das nicht auch bei mir im Supermarkt verkaufen? Und gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Was war das Verrückteste, was du jemals gegessen hast? Wir waren in Mexiko und waren dementsprechend bei Maria und plötzlich hatte sie unter anderem so eine klitzekleine, sah damals für mich aus wie eine kleine Paprika. Es war eine Habanero mit, ich glaube, 200.000 Scoville. Die Jungs haben mich an meinen Spruch erinnert und gesagt, ey Florian, du hast gesagt, auf dieser Reise isst du alles, also isst du jetzt die Habanero. Ich bin komplett knallrot geworden, ich hatte keine Stimme mehr, ich konnte nicht mehr reden. Bin dann zum Kühlschrank gehechtet, habe Milch rausgeholt und es hat aber trotzdem nicht aufgehört zu brennen. Auf den Gewürzdosen gibt es da jemanden, der dich vor allem sehr berührt hat oder beeindruckt hat? Ja, ganz klar. Das ist der Isaac, der bei uns auf dem Indian Allrounder drauf ist, der eine Farm in Indien betreibt
für gesellschaftlich Benachteiligte. Was sind die drei wichtigsten Tipps, die du einem Gründer geben würdest? Machen, 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 machen. Einfach ausprobieren, hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen. Ja. Ganz klar weitermachen, das ist dann das Dritte. Mit wem würdest du am allerliebsten mal abrölen? Dieter Fuchs, der Gründer von Fuchsgewürze. Ich stelle ihn mir als sehr erfahrenen Unternehmer vor und auch Visionär. Und ich glaube, es ist mal so ganz spannend zu sehen, so hey, okay, wie war eigentlich das Gründen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele x Jahre zu der Zeit und wie ist das eigentlich gerade? Wir stoßen nochmals an auf eure traumhaften Gewürze. Prost, Florian. Prost.